Abschwächung des Harnstrahls kann verschiedene Ursachen haben. Beim Mann kommen vor allem natürlich Erkrankungen der Prostata in Frage. Das heißt, die gutartige Prostatavergrößerung steht da ganz klar an Nummer 1. Andere Ursachen der Harnstrahlabschwächung können Harnröhrenstrikturen sein, können aber auch Erkrankungen der Blase sein. Eine schwache Blase bedingt einen schwachen Harnstrahl. Weitere Ursachen können seltene Erkrankungen sein, wie Tumore der Harnröhre oder in sehr seltenen Fällen auch einen Prostatakrebs. Hier ist der Urologe gefragt. Meistens beginnt die Ursachenforschung mit einer Anamnese und einem oder mehreren Fragebögen, die dazu ausgefüllt werden können. Man macht eine Harnstrahlmessung, sonografische Untersuchung und dann je nach Verdacht eine Blasenspiegelung oder eine Ultraschalluntersuchung der Prostata. Wenn die Blase gegen einen mechanischen Widerstand, wie beispielsweise eine Harnröhrenstriktur oder eine gutartige Prostatavergrößerung arbeiten muss, kann es wiederum zu strukturellen Schädigungen der Blase kommen. Das wiederum kann bedingen, dass es zu Schädigungen der Niere kommt. Außerdem kann es bedeuten, dass die Blase nicht den kompletten Urin bei der Miktion los wird, was wiederum Harnwegsinfekte wie beispielsweise Blasenentzündungen oder auch Nierenbeckenentzündungen begünstigt.